Okay, wir haben Sternzeit. Oh, Moment. Sternzeit minus 309728,4. Willkommen zum neuen Videologbuch. Und ihr hört schon, es hört sich ein bisschen anders an. Es sieht auch alles anders aus. Ich vielleicht auch. Und zwar, ja, bin ich jetzt hier in der neuen Bude, Butze, wie man hier so schön sagt. Und ich dachte, ich zeige euch mal das schöne Ding. Ich bin jetzt fertig mit Umzug und so weiter. Wissenreich kam ja jetzt eigentlich ziemlich regelmäßig, aber alle anderen Sachen eigentlich gar nicht. Wieso? Ja, weil ich meine Projektarbeit fertig habe jetzt machen musste und jetzt kommenden Freitag mein Zeugnis bekomme für Synchronsprechen. Und ja, dann bin ich erstmal fertig, dann bin ich erstmal hier und dann kann ich erstmal schön wieder weiter Videos machen. Deswegen, ja, habe ich euch auch mal was vorbereitet. Ich bin ja kein Koch, aber ich bereite trotzdem gerne immer was vor. Und zwar habe ich jetzt mal das YouTube Money, ach ja, von dem alle reden, wo ich auch so ein bisschen besitze, ganz wenig, ein bisschen. Mal zeigen, worin ich das investiert habe, denn ich wollte euch mal ein bisschen Transparenz geben, worin ich etwas investiere, denn eure Zeit verwandelt sich ja bei mir in ein wenig Umsatz. Und ja, wollte ich euch einfach mal vielen Dank dafür sagen, dass ihr einfach so toll seid und meine Videos guckt, auch wenn ich nicht viel mache. Ich versuche natürlich immer gute Qualität zu bringen und ja, ich hoffe, das ist immer noch der Fall. Und ja, ich wollte euch mal ein bisschen Transparenz zeigen, ja, was ich halt so ein bisschen anschaffe, um auch wieder ein bisschen mehr Qualität bieten zu können. Nur für euch, natürlich, nur für euch. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier eine Ziegenopferung angekündigt und die wird leider noch ein bisschen verschoben. Weil ich filme mich noch ein bisschen, weil ich auf ein bestimmtes Gehäuse warte, was im Oktober jetzt rauskommt. Deswegen werde ich die Ziegenopferung so abändern, dass sie einfach noch nicht vor der Kamera stattfindet, sondern erst beim Umzug in das neue Gehäuse. Deswegen zeige ich euch jetzt mal nur die Sachen, die ich jetzt benutzen werde für The Witcher 2. Die Sachen brauche ich für The Witcher 2, sonst bin ich echt aufgeschmissen. Ich brauche ultra viel Quali dafür. So. Erstmal ein neues Mainboard, um halt den Speed zu haben, den ich brauche. Ja, es ist eins für die dritte Generation von Intel, also für meinen Intel i7 3770, aber sehr kackegal, den braucht kein Mensch mehr. Also Haswell und Haswell i braucht momentan noch kein Mensch, deswegen labert keinen Quatsch. Das hier ist ultra geil, es sieht auch ultra geil aus. Das seht ihr dann im Oktober seht ihr das dann. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, und das ist auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier aufgerüstet habe, ist dieses feine Stückchen hier. Und zwar, ihr seht es vielleicht, ist es eine SLI-Brücke. Und zwar brauche ich diese hier, um Double Power zu haben. Ich habe ja momentan schon eine GTX 770 eingebaut und hier habe ich mir eine zweite geholt. Ja, die 970 ist jetzt auf dem Markt, komm, bleib mal locker. Mit der 770 übertünche ich immer noch, also eine doppelte 770 von Asus auch, mega geil. Wird alles bei über 900 richtig weggemetzelt, also im Einzelbus geht natürlich. So, und ihr hört schon, das ist hier alles ziemlich hallig, weil die Wände nackt sind. Und falls ihr schon mal ein paar Videos bei mir beobachtet habt, dann wisst ihr, dass ich auch schon öfter Schaumstoff benutze, um diesem Hall entgegenzuwirken, denn bei Aufnahme Hall ist ja mega kacke. Und ja, ich habe hier meine schöne Kiste hier mit Schaumstoff, aber das ist nur Standardqualität, beziehungsweise sehr ökologisch, ach, wie heißt das? Eco-Qualität, sage ich mal. Ich habe jetzt aber mal, ich zeige euch mal die Ausmaße von der Packung. Hier ist mein Fuß. Das ist 1 Meter mal 50, 1 Meter mal halben Meter Platten aus einmal Basotect und einmal normalem Schaumstoff, aber guter Qualität mit Mikroporen, die einfach ultra viel Schaum, Schaum haben. Ja, klar, die bestehen aus ultra viel Schaum. Wow, die bestehen aus voll ultra viel Schaum, ey. viel Schall einfach dämpfen. Und ja, um einfach zu zeigen, was ich so für Mühe reinstecke für ein bisschen Qualität, ein bisschen Qualität, für ein bisschen Qualität, nein, für jeden Schritt, den ich tue, um meine Videos einfach immer weiter höher zu machen. Ich meine, jetzt die Grafikkarten sind dafür da, auf 1440 zu kommen und trotzdem eine gute Qualität zu behalten zu können und überhaupt
The Witcher 2 auch mit der ultra geilsten Qualität aufzunehmen und dann ja die Platten, um den Sound besser zu machen. Und auch, ich habe mir natürlich auch noch, das heißt ja natürlich, aber ich habe, weil ich so ein Be Quiet Abspritz-Fan bin, genau wie Razer, mir jetzt die Silent Wings geholt. Bei einer Zahl. Auch für das neue Gehäuse schon mal vorab. Einfach weil je leiser der PC, desto besser. Ja. Weil dann einfach nicht so viel auf die Aufnahmen kommt und je weniger Hall, desto besser. Also alles nur, um bessere Qualität für euch zu liefern. Ich bin echt so Mongo, ich weiß auch nicht wieso. Ich will immer so. Ja. Das ist auch der Grund, was ich schon immer machen wollte. Ich habe ja mit bei Gothic 1 damals vor 4 Jahren, 4,5 Jahren, ist das ja schon her, auch mit 1080p gestartet, weil ich einfach nur die ultra geilste Quali habe. Weil ich denke, wenn man irgendein Spiel schon macht, was andere 1000-mal gemacht haben, wenn man das in guter Qualität macht, gucken es dann auch wieder mit welche. Also das ist mein Ziel so. Zum Beispiel das auch mit The Witcher 2, da mache ich ja ein ultra geiles Intro. Oh. Am Ende des Videos, wenn ihr so lange dran bleibt, dann seht ihr das Intro für The Witcher 2, was ich jetzt schon mal gemacht habe. Das The Witcher 2 kommt jetzt im Laufe der Woche. Deswegen, ja, holt euch da noch nicht einen runter, es wird noch geiler. Also das gesamte Projekt. Also, so, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch mal, was man da so macht. Aber was ich noch zuerst machen wollte, ein Unterschied. Ihr seht ja jetzt hier die gesamte Wand. Und dann nehme ich mal ganz fix eine Sprachsample auf von meinem Mikro, von meinem PC aus, wie sich das Ganze dann anhört, wenn es noch nicht gedämpft ist, also noch gar nichts dran ist. So, ganz schnell. Ich meine, das ist so. Also ich nehme jetzt hier mit meinem normalen Mikrofon auf, mit meinem normalen geilen Mikrofon, womit ich auch alle Videos aufnehme und ja, so höre ich mich an, ohne irgendwelche Kompressorfunktionen, Equalizer, mache ich jetzt gar nicht drauf, damit ihr den Unterschied hört, wenn ich jetzt danach hier die Wände verkleidet habe. Hallo. Und dann hören wir uns nach dieser kleinen Sequenz. Oh Mann, ich in dieser geilen Jogginghose, ey, ich sehe so kacke aus, guckt euch mal meinen fetten Arsch an. Ja, also das ist jetzt, das bin ich, wie ich diese Matten dran mache an die Wand. Und jetzt gerade hört ihr auch, wie es sich anhört, wenn die Matten dran sind. Ist jetzt zwar nicht der ultra viel, aber es ist, denke ich mal, schon merkbar hörbar, der Unterschied. Ich meine, der Meister halt kommt auch noch von der Decke, deswegen ist das jetzt auch nur der erste Schritt. Und ja, dafür muss ich noch ein bisschen sparen, um den Rest des Raumes auszukleiden, um den Hall hier zu eliminieren. Aber ja, ich denke, das dürfte schon einen guten Überblick euch geben, was ich damit versucht habe. So sieht das Ganze aus, wenn ich fertig bin und auch endlich wieder eine Hose anhab. Also, ja, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr mal ein bisschen seht, was ich so für Sachen reinstecke, also für einen Aufwand, um die Qualität zu verbessern. Und ja, wenn ihr irgendwie weiter Lust habt, mich zu unterstützen, dann benutzt doch weiter die Links in meiner Beschreibung. Da tue ich ja immer Amazon-Links hin. Oder geht allgemein über meinen nur Amazon-Link auf Amazon und kauft da irgendwas. Das Ganze würde ich jetzt mal demnächst auch ein bisschen transparenter gestalten, wie gesagt. Ja, das habe ich eigentlich nur euch zu verdanken, dass ich sowas überhaupt machen kann. Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann am Freitag wahrscheinlich bei The Witcher 2 und dann noch jetzt zum Schluss viel Spaß beim Intro für The Witcher 2. Ciao.